Da war er wieder. Das läuft ja ganz fantastisch. Ich hasse diesen Abschnitt jetzt schon. Ganz ehrlich, das ist so mies. Ich verabscheue dich, du Sack. Oh, toll. Oh, das ist doch mies. I should look at the map for some hints. Ja, toll. Look at the map. Ach, der kommt hier raus. Er sagt mir das doch. Aber patrouilliert der hier draußen auch? Nee, ne? Der patrouilliert nur da in dem Gang. In diesem düsteren Gang hier. Oh Mann, ist das dämlich! Jetzt mal ganz ehrlich. Wie soll ich denn da reinschleichen, wenn der... da die ganze Zeit hin und her läuft? Das ist doch Mist. Also am besten. Gehe ich hier hinten lang. Ich habe den Trick noch nicht so ganz durchschaut, ne? Also da läuft der Geist hin und her. Ich möchte jetzt quasi von oben, weil das ist der kürzeste Weg. Ich schleiche da jetzt mal nach oben hin. Da war er gerade. Ich glaube, das war ganz schön knapp. He cannot see me. Noch mehr römische Ziffern. Ich wette, sie haben etwas mit den Markierungen in der Mine zu tun. Walter thought my father killed his partner in order to get his shares. But the explosion was accidental. After all, the mine brought in more income than the inn, which often remained empty.
didn't have hard evidence. Only circumstantial. Ich guck mal kurz ins Journal. So, er kommt ja nicht hier hinten um die Ecke, ne? Ich bin hier sicher, aber das ist übrigens auch die Antwort auf die Frage, die wir vor einiger Zeit hatten, ob wir im... ob das Spiel eigentlich im Inventarmenü pausiert ist. So, ich werde jetzt hier erstmal den Text lesen. Das habe ich ja eben... Ich wollte erstmal abwarten, was passiert. Vor allem haben wir jetzt einen Checkpoint, also jetzt aufheben von dem Dings. Das ist schon mal ein guter Startpunkt. Der Detektiv glaubte, dass das Verschwinden des Richters nur eine Frage des ersten nur eine Folge des ersten Verbrechens war. Vater brachte unwillkommene Zeugen zum Schweigen. Richter Norton war ein enger Freund und Partner. Er wusste sicherlich zu viel, nicht nur über die Mine. Doch ich glaube, der Detektiv hat einige Fehler begangen. Er versuchte krampfhaft, Fakten zurechtzubiegen, damit sie zu seiner Theorie passten. Einige der Vermissten hatten nichts mit dem Vorfall zu tun. Sie waren einfache Reisende. Es entspricht jedoch der Wahrheit, dass die Verwicklungen zwischen Norton und meinem Vater Jahrzehnte zurückreichen. Der Richter half meinem Vater, seine Ländereien für nahezu umsonst zu erstehen. Wenn es diese Übereinkunft nicht gegeben hätte, wäre unsere Familie nie derart reich geworden. Ich habe herausgefunden, dass es in den Monaten vor dem Unfall zweifelsfrei einen Konflikt zwischen dem alten Hyde und Whitehead gab, der eskalierte. Beide waren nicht gerade Unschuldslämmer. Hyde war für seinen Jähzorn bekannt. Einmal warf er einen unzufriedenen Gast einfach aus dem Gasthaus, ganz zu schweigen davon, dass er seinen Sohn Nicholas immer wieder misshandelt hat, oft vor anderen Leuten. Whitehead hingegen war aufbrausend und brachte andere leicht gegen sich auf. Es gibt einige Hinweise darauf, dass er Bergleute bedrohte, die er für faul hielt. Außerdem behauptet ein ehemaliger Freund von Whitehead, dass er zusammen mit dem Richter sowohl das Gasthaus als auch die Mine übernehmen wollte. Und sogar den Sohn seines Partners, den jungen Nicholas, zu diesem Zweck einspannen wollte. So. Und die Ziffern, die uns jetzt für den zweiten Teil dieses offensichtlich dreiteiligen Rätsels gegeben worden sind, sind 9, 7 und 8. Also gucken wir am besten mal auf die Karte, wo wir jetzt am besten rausrennen. Links. Einfach nur dem Kreis hier weiter folgen, ne? Da ist die 7. Ich muss ja jetzt erstmal zur 9. Ja, wir müssen einfach hier um die Ecke jetzt, ne? Das muss ja da hinten irgendwo sein. Da ist er. Also ich glaube, ich gerade weggedreht. So, hier ist die 8. Gehen jetzt durch die 9. Das müsste der hier sein, richtig? Gucken wir doch einfach mal. Wir haben jetzt schon mal den Hinweis. Ich bin neben der 8 durch den Tunnel gegangen. So, was hat's gesagt? 9, 7, 8? Okay, für die 7 müssen wir jetzt von hier aus links rum und um die Ecke.
Ich lasse es mal dunkel gerade, ja? So, das müsste jetzt hier sein. Da ist die 7. Oh, danke. Könnte hilfreich sein. Oh. Schon gesagt, dass ich diesen Abschnitt hasse. Ich habe auch die Minen in The Vanishing of Ethan Carter gehasst. Und jetzt brauchen wir die 8. Beweg dich! Oh Gott! Warum kam denn der auf einmal so weit raus da? Hat er jetzt eine andere Patrouillenroute? Karte. Ich brauche eine Karte, ich muss mich orientieren. Aber hier ist keine Karte. Ja, natürlich geil jetzt. Aber da ist die 8. Nehmen wir den noch gleich. Das müsste ja eigentlich jetzt gut gehen, ne? So, da ist minus 3. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass unser guter Freund, das Zombie-Arschloch, uns auch auf den nächsten Level begleiten würde. Ich habe so die Schnauze voll von dem. Finde die letzte Notiz. Ja, die große Frage ist ja jetzt. Läuft er die gleiche Patrouillenroute wie vorher? Nee, der läuft jetzt hier im Kreis, glaube ich. Das heißt, ich muss hier auch einfach nur im Kreis gehen. Es ist mehr als einer. Es ist mehr als einer und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Das ist ganz, ganz großes Kino jetzt hier. Ich laufe einfach da lang zurück jetzt. Lauf noch da irgendwo in der Nähe rauszukommen. Toll! Oh toll, ich bin tot. Gut, ich dachte, ich wäre tot. Hier muss ich hin. Ganz toll. Na toll. Super. Oh Leute, ich hasse diesen Abschnitt. Der ist echt zum Kotzen, diese... Ich würde spontan sagen, dieses Spiel ist nicht unbedingt zum Schleichen ausgelegt. Ich
Frage ist, ob der hier lang weiterkommt. Und die Antwort ist anscheinend ja. Die größte Frage allerdings ist, geht der jetzt wieder zurück? Das wäre ja dann meine Chance. Hier hoch und hier rein. So, ich glaube, hier bin ich sicher. Aber ich würde auch sagen, wir machen erstmal einen Checkpoint. Maria seemed to know the whole story. She mentioned some secret in my family, something that could change everything, bring us down forever. What could she mean? Did she know something that even I don't? Alter, das macht mich so unglaublich nervös, diese Schritte zu hören, wie die näher kommen, ne? Es wird immer spannender. Gilman sollte angeblich unwiderlegbare Beweise gegen unsere Familie halten. Es ging anscheinend um ein Geheimnis, das alles verändern würde. In seinen Notizen erwähnt Gilman eine Frau namens Maria, eine alte Witwe eines Bergarbeiters. Er schrieb, dass er sich noch am gleichen Tag mit ihr treffen würde, nachdem er die Mine inspiziert hat. Ob sie wirklich miteinander gesprochen haben? So viele Fragen. Ich finde immer mehr Puzzleteile, immer mehr Menschen, die scheinbar an der ganzen Sache beteiligt waren. Moment, wir springen von der... Aber die dritte Notiz auch? Müssen wir ja theoretisch, ne? Aus irgendeinem Grund haben wir die nicht in unseren Notizen, aber die müssen wir ja mitgenommen haben. Wie soll denn das jetzt hier funktionieren? Wo soll ich denn da eine 17 her? Naja, wir müssen gucken. Maria, die Witwe einer der Bergarbeiter, hat mir einen Brief geschrieben. Sie behauptet, das Geheimnis der Familie Hyde zu kennen und ist gewillt, es mit mir zu teilen. Angeblich würde das Wissen alles für immer verändern. Zumindest ist sie davon überzeugt. Sie sagt, dass sie seit Jahren versucht hat, die Aufmerksamkeit des Sheriffs und anderer Würdenträger zu gewinnen. Dass man sie jedoch abgewiesen hat, weil sie angeblich von Trauer ausgelöste Wahnvorstellungen hätte. Ich treffe mich heute persönlich mit ihr. Ich hoffe, dass ich mit Hilfe ihrer Geschichte dafür sorgen kann, dass Jacob Hyde angeklagt wird. Der Mistkerl sollte in einer Zelle verrotten. Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass dies der Fall ist, der meinen Namen in die Schlagzeilen bringen wird. Eine gepeinigte Witwe, ein käuflicher Sheriff, ein gieriger Minenbesitzer, der auch vor Verbrechen nicht zurückschreckt. Ich habe mein ganzes Leben lang auf eine solche Chance gewartet. Mein Gott, mach doch nicht so einen Lärm! Ja, furchtbar. Okay, also 17, 13, 14. Ich warte mal, bis die Schritte weg sind. Ich glaube, das steht hier direkt gerade. Und dann gucken wir mal. So, wir sind jetzt da oben. So, 17. Dann müssen wir da rechts erstmal gerade durch. Ich glaube, der geht uns gerade, so wie der geht, kommt uns, glaube ich, gerade sehr gelegen.